Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crazy Records. In der heutigen Ausgabe geht es um unsere Erde. Und ich darf euch heute mal einen Gast präsentieren. Muss ich? Ach Can, ist doch schon alles abgesprochen. Also, herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge. Voll awesome und los geht's. Weißt du überhaupt, was wir hier drehen? Ist mir doch scheißegal. Fang an. Wow, fick dich doch. Dieses scheiß Stativ. Zeig deine Titten. Wir fangen an mit dem Yellowstone Nationalpark in Wyoming. Dort gibt es über 10.000 geothermale Besonderheiten, wie zum Beispiel Geysire, angeheizt von einem Supervulkan. Und wofür hält er diesen Weltrekord? Für den ältesten Nationalpark der Welt. Er wurde nämlich am 1. März 1872 eröffnet. Wir schalten mal zurück ins Jahr 1815. Zum Tambora, dem tödlichsten Vulkanausbruch der Geschichte. Am 5. April explodierte dieser Vulkan mit so einem Knall, dass man diesen sogar noch in 1400 Kilometern Entfernung hören konnte. Die etwa 1000 Grad heiße Lava machte alles dem Erdboden gleich und tötete etwa 12.000 Menschen. Weitere 59.000 starben kurze Zeit später an den Folgen, da Ernten ausfielen und viele Menschen einfach verhungerten. Holy shit! Und ihr macht euch Gedanken, wenn euer scheiß Smartphone keinen Empfang hat. Damals sind Menschen verbrannt und verhungert! Vor 2 Jahren erzählte ich euch schon mal von Roy Sullivan, der Mann, der in seinem Leben von 7 Blitzen getroffen wurde. Dieser Mann wird auch der Blitzableiter von Virginia genannt. Er wurde nämlich insgesamt schon 8-mal vom Blitz getroffen. Ja, ein Weltrekord, den man nicht unbedingt halten möchte. Und heute wollen wir noch etwas hinzufügen, und zwar an welchen Stellen dieser Mann getroffen wurde und welche Auswirkungen das für sich hat. Und welche Auswirkungen das für ihn hatte. Juli 1969 beim Fahren, Augenbrauen verbrannt und Armbanduhr zerstört. Juli 1970 im Garten, linke Schulter getroffen. April 1972 bei der Arbeit im Wachhaus, Haare in Brand gesteckt. August 1973 im Auto, Haare angesenkt und Beine verbrannt. Juni 1976 beim Gehen, Fußknöchel verletzt. Juni 1977 im Boot beim Fischen, Brust und Bauch verbrannt. Roy starb 1983 im Alter von 71 Jahren, nicht von einem Blitzeinschlag. Wir gehen jetzt ein bisschen in die kälteren Regionen. Gib mir mal dein Geld. Oh mein Gott, wer kann dieser mysteriöse Mann mit der blonden Strähne sein? Mit einer jährlichen Durchschnittstemperatur von minus 20 Grad sind die McMurdo Dry Valley in den Alaska die kälteste Wüste der Welt. Sie zählt allerdings als Wüste, weil sie weniger als 100 mm Niederschlag im Jahr hat. Der älteste dokumentierte Schneemann der Welt. In einem von Mönchen gestalteten Buch aus dem Jahre 1380 sieht man an dem Rand etwas, das einem Schneemann ähnelt. Meiner Meinung nach könnte es auch die Warnung vor Rainer Kallmund gewesen sein, allerdings reicht es jedoch für den Weltrekord. Bleiben wir doch mal kurz bei Schneemännern. Oder husten einfach. Vor etwa einem Jahr bauten 1406 Menschen innerhalb von einer Stunde 2036 Schneemänner. Well done. Und wir in Köln können uns nur fragen, wo eigentlich der Winter bleibt. Winter ist da, nur kein Schnee. Wenn wir schon mal bei Schneegebilden sind, bleiben wir direkt dabei, denn der größte der Welt wurde in den USA gebaut. Mehrere Städte bauten über den Zeitraum von einem Monat eine 37,21 Meter hohe Schneefrau. Der kann sich ja von unten direkt unter den Rock gucken, wa? Und wenn du mich fragst, ich wette, die wurde von Femen gebaut. Von Fett. Vor rund 715 Millionen Jahren war die Erde fast vollkommen mit Eis bedeckt. Seid ihr wieder ein Stückchen schlauer, obwohl ihr das bis morgen wieder vergessen habt. Ja. Auch da möchten wir irgendwann mal in die Niagara-Fälle. Und sie sind auf Platz 5 der meistbesuchtesten Touristenziele der Welt. Und damit noch vor Disneyland. Sie locken jährlich über 22,5 Millionen Leute an. Und das, obwohl Disneyland auch einen Wasserfall hat. Und Mickey Mouse. Haha! Oh Junge! Haha! Der Bus kommt! Hey, scheiß Wasser! Haha! Fun Fact! In der Welt gibt es tatsächlich noch über 500 Wasserfälle, die sogar größer sind als die Niagara-Fälle. Aber die sind deshalb so beliebt, weil man dort einfacher hinkommt. Entkattelu! Entkattelu, Sir! Hey, Can, guck mal auf YouTube eigentlich noch Endcast? Nein, ich glaube nicht, nein. Ja, ich klicke auch immer sofort weg, sobald diese Fenster hier auftauchen, auf die man klicken kann. Hier zum Abonnieren und hier unsere Social Media Scheiße. Genau, und ich habe einen eigenen Kanal, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Dort mache ich Videos mit Meerschweinchen. Ja, aber den verlinke ich nicht, den müsst ihr selbst finden. Spaß! Bis zum nächsten Mal.